Irgendwie klappt das nicht, oder? Irgendwie sehe ich nichts. Ah, jetzt. Lautlos. So, ich schreibe mal ganz kurz den Text. Hallo Marina. Ganz spontan. Ich hoffe, es geht dir gut, Marina. Ich hoffe, das Wetter war auch bei dir so schön wie bei uns. Ich bin heute sogar ohne Jacke gelaufen. Nur so ein Hoodie und so einen größeren Schal. In der Jacke wäre mir heute viel zu warm gewesen. Hallo Elke. Willkommen nach so, so langer Zeit. War jetzt 4 Wochen nicht online. Also nicht live. Für mich wieder wie neu. Muss wieder reinkommen. Wir machen ja heute weiter in meinem Schätzchen. Hallo Silvia, mein Schatz. Ah, schade. Bei uns war schön sonnig heute. Zwar ein bisschen, ja, aber für mich war das nicht zu kalt, eigentlich. Wenn ich Jacke angezogen hätte, wäre mir zu warm und ohne Schal wäre dann zu kalt. Ich bin froh, wenn ich mal das Bild auch mal zu Ende gemacht habe. Hi, Mia. Ja, hi, dich. Je, oh je. Sehr freizügig, ich bin live gerade. Ne? Jetzt einfach die Kamera drehen, damit sie sehen, wie du hier aussiehst. Willst du jetzt Braten machen? Okay. Oh ja, Prinzessin. Willst du hier einen Livestream machen? Na klar. Kein Problem. Ja klar, der ist nicht ab 18. Nicht, dass wir dann gesperrt werden. Okay, machen Sie mal Ihr Braten fertig, du kleiner Satansbraten. Sag mal, das ist in weiblicher Form, ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht, aber ich verstehe es. Silvia sagt Hallo Mia. Die Mia ist in die Küche schon verzogen. Sie wollte hier Striptease hinlegen. Aber nicht, dass wir dann noch hier gesperrt werden vom Kanal, ne, wenn ich euch das zeige. Sie mag gleich leckeren Braten mit selbstgemachten Spätzle, Salat. Genau, Silvia. Wisst ihr was? Ich fange einfach schon mal an. Ich habe hier die Lyra. Wisst ihr was, Dings? Ich total blöd finde bei uns im Oseander. Ich habe doch letztens gesagt, ich gucke jedes Mal und denke, wann kommen die Weiße, dass ich Nachschub bekomme, weil ich finde die besser sogar als Una Post. Oh. Una Posca, ja. Ich bin auch so eine Una Posca. Uni Posca finde ich sogar besser. Und was sagt die Verkäuferin? Ja, die Weißen werden nicht mehr geliefert. Das ist so, wenn Lyra mit den ganzen, mit Schwarzen und Bunten ausverkauft, dann kommen sie nicht mehr rein. Habe ich gesagt, toll. Hätte ich das mal früher gewusst, hätte ich damals ganz viel Weiß mitgenommen. Ich habe heute bei Bösner geguckt, habe aber nichts gesehen dort. Also, ich benutze die von Lyra, die Schwarzen, einmal S und einmal XS. S ist so. Und XS ist dann so eine Mine, damit ich in die, na, in die kleinere Detail, also hier in die kleinen Ecken reinkomme. Ich finde, die sind nicht gerade billig. Also 4 Euro, ich glaube,
S ist 4 € und XS ist 4,50, also eins von beiden. Aber was man hat, das hat man, ne? Ich weiß nicht, soll ich euch ein bisschen näher ranholen? So. Und jetzt wackel ich hier nicht so rum. Hier sieht man ja auch schon, wie das deckt, ne? Also, los geht's. Weil mit dem Schwarz brauche ich ja ein bisschen länger, bis ich fertig bin. Silvia, habt ihr heute Ausflug gemacht? Wie den Fahrrad? Die anderen wissen gar nicht, dass ich live bin, ne? Das ist wie gesagt, ich habe gedacht, ach komm, die Lyra habe ich mir auch gekauft. Bei uns gibt es nur eine, die Größe S in Weiß. Ah, okay. Schade, die XS ist auch nicht schlecht. Wenn du mal schwarz hast, kauf dir mal schwarz. Also in beiden Stärken. So, hier gehe ich nachher mit dem XS. Oh je. Also momentan habe ich noch Marina, aber danke. Ich melde mich bei euch in der Gruppe. Ich sage, wenn ich das so sehe, immer werde ich mir immer nach und nach kaufen, egal wo ich bin und wenn ich sie entdecke, weil man kann immer die gebrauchen. Ich muss mich hier kurz konzentrieren. Wisst ihr, was hier gut ist? Das sieht jetzt so komisch aus. Ich mache so, ne? Dann sieht hier so nass, hier schon so trocken. Aber das verbindet sich nachher. Das sieht man gar nicht so. Ich sag doch, eine von denen wird langsam schon leer. Ist euch gestern was aufgefallen? Gestern ist kein Video gekommen von mir, von meinem Projekt. War gestern sowas von Rede und Drehfaul. Und wo ich dann abends wollte, habe ich dann auch keine Lust mehr gehabt. Aber ich habe heute abgedreht, bevor ich live gegangen bin. Und das Video lädt für heute hoch. Also das lädt gerade auf YouTube hoch. Und mal schauen, wann es verarbeitet. Und dann schalte ich es frei. Aber dafür ist heute ein Speed-Coloring-Video gekommen. Als Entschuldigung, dass gestern nichts kam. Also sie hat gesagt, dass ihr der Popo noch immer weh tut, Marina. Ich muss sagen, ich habe jetzt keinen Muskelkater von gestern, vom Gym. Aber wir gehen morgen früh in den Gym. Und danach holen wir meine Ma ab, dass sie zu uns kommt. Wir zusammen malen. Den Nachmittag zusammen verbringen. Aber du hast doch hier gesagt, dass du hier. Ich habe ja gesagt, ich versuche jeden Tag, ne? Daher. Eigentlich wollte ich mir so ein ganzes Wochenende mal Auszeit nehmen, aber halt ja, ach komm, wenn ich heute live gehen sollte. Ne, da wusste ich ja noch nicht, gehe ich oder gehe ich nicht. Dann kann ich das ja nicht bringen, dass ich da Pause mache und hier live gehe. Ne? Also habe ich gesagt, ach komm, ich drehe das jetzt. Und die Zeit ist so zack wieder vorbeigegangen. Das ist immer wahnsinnig. Morgen versuche ich das Video vor Gym zu drehen.
Und dann einfach hochladen und schalte ich ihn irgendwann gegen Mittag frei. Aber für mich ist es ja auch so, wenn ich sage, willkommen Day 63 heute und vorgestern war 62, weil ich zähle ja die Tage bis dahin. Ne? Also heißt, für mich ist es so, wie lange ich an dem Projekt sitze. Nicht, dass ich jeden Tag sitze und jetzt, ich war jetzt 62 Tage jeden Tag am Drehen und jetzt halt der 63. Tag von dem Projekt ist halt dann ein Tag später. Ist doch auch egal. Ist wieder unscharf. Also ich habe echt keine Ahnung, warum meine Handykamera momentan so blöde fokussiert. Glaube, ich rutsch mal nach da. So. Genau so mache ich das auch, Marina. Also, gestern war wirklich so, ich habe so keinen Bock gehabt zu reden und zu drehen schon 10-mal nicht. Ihr habt ja auch gestern ja nicht so viel von mir auch in der Gruppe gehört, ne? Ich hoffe, unsere Luna geht's gut. Hallo Helga, schön dich zu sehen oder zu lesen. Helga, hast du dein also diesen Hasenbild von Hanna Carlsen jetzt geschafft oder bist noch dabei? Genau, Silvia. Wenn ich dann aber nichts sage, heißt das, hast du schlechte Laune? Wenn ich zu viel denkst, heute schwätzt aber sehr viel. Dann weißt du halt auch nicht, was du machen sollst. Schwätzt du nicht viel, hast du schlechte Laune. Schwätzt zu viel, ist auch nicht gut. Manchmal bin ich echt eine Labertasche. Und manchmal bin ich eine Labertasche oder kommt so viel raus, wo ich dann denke, mein Gott, jetzt lieber deinen Mund gehalten. Wäre besser gewesen für die Menschheit. Aber so ist es. Ich war aber auch ein paar Tage lang ganz, ganz Dings. Ganz still, ging es mir nicht wirklich gut. Ihr wisst alle warum, habe ich ja auch schon in Videos gesagt. Aber momentan fühle ich mich gut, weil ich versuche, dass ich nicht so sehr da rein mich steigere. Weil das bekommt mir nicht so gut. Da-dum, da-dum. Life is life. La-la-la-la-la. Dankeschön fürs Däumchen hoch machen. Wisst ihr was, was ich getan habe? Das ist in dem Video, was jetzt hochlädt, ne? Also von meinem Projektvideo. Da habe ich schon verraten, was ich getan habe. Kommt nächste Woche Mittwoch. Sollte es dann kommen.
Genau, Helga. Das war auch tagelang, wo mich so runtergezogen hat, wirklich. Weil für mich ist das so schlimm. Aber ich versuche mich jetzt so ein bisschen abzulenken, weil es ist sehr gefährlich, gerade wenn man dann psychisch nicht stabil genug ist. Und dann passiert das hier. Also ich musste mich wirklich zusammenraffen und sagen, jetzt komm da raus. Und wenn du da stecken bleibst, das ist nicht gut für dich. Und also ich bin noch immer nicht so, dass ich jetzt feiern gehe oder noch was. Da bin ich überhaupt nicht in der Laune, will ich auch nicht, weil da gibt es nichts zu feiern gerade. Aber dass ich wirklich mich da nicht so reinsteigere, sonst habe ich echt ein Problem dann. Weil ich kenne mich. Ja. Deswegen tun wir heute so zusammen einen schönen Abend machen, ne? Ein, zwei Stündchen. Mal schauen, wie lange ich das mache heute. Also ihr seht heute viel schwarz. Das ist schon mal gefasst, ne? Steht schon fest, weil ich will dieses schwarze Hintergrund jetzt fertig machen. Und dann haben wir ja noch den Gartenzwerg, Fisch, die Blume, die ich, also das Blatt ist, was ich hier vergessen habe. Und hier das Schild und hier noch ein Diamant. Und die Fliege. Also hier sieht so ein bisschen irgendwie unsauber aus, das aber ist das schwarz, das ist richtig schwarz. Ach ja, soll ich euch verraten, was ich getan habe, was am Mittwoch kommt? Oder wollt ihr raten? Was glaubt ihr? Was habe ich getan? Tipp mal in die Tasten, Mädels. Sehr gerne, Helga. Ich nehme gleich den X6 und mache hier die Akkurata hier. So, mein Gott, ey. Meine Wortfindungsstörung fängst du ja schon wieder mal an. Ey. Ich habe nicht gekündigt, nein. Noch muss ich meine Brötchen verdienen. Ich habe doch in 3 Tagen Frühschicht. Dann kündige ich doch nicht, wenn ich 7 Jahre drauf gewartet habe. Und der Mike muss ja seine Schule noch zu Ende machen. Sonst hätte ich schon gekündigt und gesagt, tschüss, Sikowski, ich komme mit. Weil ich wüsste jetzt schon, wo ich mich bewerben könnte dort. Und vielleicht würde ich sogar die Stelle bekommen, weil ich meine, die suchen ja schon ein bisschen länger. Und da ich diesen Beruf gelernt habe, wäre das für mich nicht kein Problem. Nein, m-m. Okay, ich verrate euch. Ich habe mir die Putfuna bestellt nochmal. Huhu. Solange die für 101 Euro im Angebot sind. Wer weiß, ob die Preise da nicht steigen.
Leitfast durch vielleicht Ende des Jahres bestellen, wenn Görstecke das nochmal schön im Angebot bekommt. Die laufen mir ja auch nicht daran. Und ich habe die Tasche für Mama bestellt, weil ihre 520er Stifte sind ja schon länger hier. Und das will ich ihr ja, sie überraschen ja damit. Und dann kommt das in diese große Tasche. Und dann verpacke ich aber die leeren Schachteln von denen. Dann schenke ich ihr das so zu Ostern. Ich stelle mal vor, ihr Gesicht dann. Dann kriegt sie die Tasche dann danach. Ich finde sie klasse, Elke, und deswegen, solange es noch so günstig war, her damit, der Nachschub. Und irgendwann brauche ich für den Nachschub nochmal Nachschub. Weil die sind einfach klasse. Ich bin fast nur mit denen normal. Da muss ich kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich dauernd da was verbrauche, als jetzt entweder einen Stift für 4 Euro oder ein Stift für paar Cent. Und hat noch super Qualität. Jetzt kann ich meine teuren Stifte sparen. Ja. Und wisst ihr was? Was bei denen gut ist, bei den Stiften, weil, ich weiß nicht, ich habe jetzt hier nichts mehr da. Zum Beispiel bei, jetzt bei diesen Stiften, die gedippt sind und abgerundet, ist es ein bisschen schwierig, die auf so einen Billigstift zum Beispiel drauf zu kleben und bis zum Schluss zu verbrauchen. Und bei denen Brutfunder ist gut, weil es ist ja gerade und nicht gedippt. Und so kann ich mit Kleber dann an so einen Euro-Stift dran kleben, so, ne? Und dann kann ich ihn bis hierhin runter verbrauchen und habe keinen Verlust gesehen. Und bei solchen abgerundeten durch das so glatt feilen und dann aufkleben. Also erstmal nehme ich die Verlängerung für die Stifte und wenn gar nicht mehr geht, klebe ich das dann auf in so einen billigen Stift. Also auf einen Euro-Stift. Und was bleibt dann? Ich weiß nicht, ob ich. Ich gucke mal kurz. Ich gucke, ob das hier ist. Ja, ich habe das hier. Und guck mal, das bleibt dann davon über, wenn man das so klebt. Hier habe ich komplett runter. Da sieht man ja noch. Runtergespitzt. Und das sind so die Endstücke dann. Weil die bleiben dann so haften an diesen Dings. Fertig. Und da sammle ich die in diesem kleinen Döschen. Genau, Marina. Und das ist so ein tolles Gefühl, wenn sie so mal ganz klein sind und du kannst so einen neuen Stift jetzt anfangen. Das macht irgendwie so Spaß. Da ist man so auch so stolz. Marina, das Speed-Video, was ich heute reingemacht habe, das war doch die Karte für dich, ne? Ich meine, das erste Speed mit diesem Muschelhäuschen, das war, glaube ich, für... für Karin, glaube ich. War mir jetzt nicht sicher.
Weil ich habe sie dann so geschrieben und abgeschickt und ich habe die nur so mit der Kamera begleitet, wie ich die gemacht habe. Aber jetzt habe ich sie echt vergessen. Ich meine, das war für dich. Der Wal, das Wal, nee, der Wal. Der, die, das. Hast du dir Brutfutter bestellt, Silvia? Okay, dann habe ich das noch richtig in Erinnerung gehabt. Hi Mia. Geh weg, du Freche. Lenk mich hier nicht ab. Sonst macht Marina gleich wieder. Ja, hast du gut gemacht, Silvia, weil, wie gesagt, also die sind ja jetzt 101 Euro noch was im Angebot, also 18 Euro günstiger. Letztens waren sie ja 20. Und das habe ich auch gedacht, komm, ich bestelle sie jetzt, weil wenn man sieht, wie die Preise hochgehen und heute im Radio haben die gesagt, dass Lebensmittel, egal bei was, steigen werden durch diese Lieferkosten da, oder wie man das nennt. Und da habe ich gedacht, ach komm, gut, dass du es bestellt hast. So, jetzt gehe ich mit dem XS. Und da komme ich richtig gut rein. Ich liebe diese XS. Da kommt auch richtig schön Farbe immer. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man in ganz engen. Ich habe jetzt nicht ausgerechnet, Helga, aber es ist wirklich günstig. Also für die Menge und für die Qualität. Also. Und ich habe halt schon viele Farben, also was heißt viele von 510. Aber ich habe schon einige hier runtergearbeitet. Und ich finde, einige Leute haben schon diese Stifte und da kann man auch viel mehr vielleicht auch so Bilder ausmalen, weil nicht jeder hat Leitfaststifte oder Karandasch oder. Die teuren, das kann sich auch nicht jeder leisten. Und wenn man dann so etwas günstigere Stifte benutzt, die Leute vielleicht schon haben, ist es dann einfacher, vielleicht mal ein Bild zusammenzumalen. Ich muss noch mal Evi Patzers Video gucken, wo sie letztes Mal ihre Bücher bestellt hat. Ich weiß jetzt nicht, wie das Buch heißt mit diesem riesen Poster. Und das Buch möchte ich gerne haben, weil ich habe mir wirklich überlegt, weil wenn ich mit Tomislav Bild fertig bin, ob das dann nicht mein nächstes Projekt ist. Irgendwie macht es Spaß, ganz ehrlich, es macht richtig Spaß, weil auch in diesem Projekt habe ich schon zum Beispiel gemerkt, bei der Goldverblendung, wie ist es für mich besser? Ist zu verblenden, damit es so gleichmäßiger aussieht. Und das habe ich auch erst nach und nach da. Das habe ich so ausprobiert und dann habe ich so ausprobiert und habe festgestellt, hey, das liegt mir besser. Und man sieht so die Entwicklung zum Beispiel, auch die Fee, die letzte Fee, wie ich sie ausgemalt, irgendwie die Feen da vorne, davor. Da traut man sich schon ein bisschen mehr und sieht auch schon ein bisschen besser aus. Daher wäre nicht schlecht so ein Projekt. Und dadurch tue ich auch mal, wie soll ich sagen, meine Stimme besser trainieren. Und dass ich nicht so einruste und dass ich vielleicht mal schaffe, nicht immer so viele Aussätze zu bekommen beim Reden. Ihr wisst, was ich meine, ne? Das war,
Ich, wie gesagt, Helga, ich weiß nicht, wie das Buch heißt. Ich muss mir noch mal ihr Video angucken, wo sie die letzten Bücher. Das ist so mit Tieren, mit Waldtieren. Und das ist für mich ganz gut. Weißt du, was ich da machen kann? Ich kann Feldzeichnung üben. Ne? Also bei so vielen Tieren, irgendwann muss dann einer klappen. Und deswegen habe ich gedacht, das ist auch sehr gut für mich zum Lernen auch. Ich muss wirklich gucken, ich weiß es nicht. Aber ich sag dir noch Bescheid, Helga, was das für ein Buch ist. Habe ich jetzt ein bisschen zu viel Farbe hier rausgelassen. Aber ich werde dir noch Bescheid sagen. Wie gesagt, ich muss selber erst mal gucken, wie nochmal das Buch heißt. Helga, ich glaube, du warst da noch nicht da, weil gestern kam kein Video von mir, weil ich gestern redefaul und drehfaul war. Aber dafür habe ich ein Speedcoloring freigeschaltet und das Video für heute läuft aber, also das lädt gerade hoch. Also für heute habe ich abgedreht. Ja, die ist so gut, Helga. Die hat so eine ruhige, wunderbare Art an sich, so eine liebe Person. Wo denn, Daniela, sage ich schon, wo Silvia uns die empfohlen hat in der Gruppe, bin ich da drauf und ich habe mich in sie verliebt. Weil die hat so eine entspannte Stimme. Das tue ich auch so gerne, wenn. Das hört sich jetzt ein bisschen cringe an, aber ich mache sie an, wenn ich nicht einschlafen kann. Und ihre Stimme, und wenn ich dann gucke, wie sie malt, oder nur ihre Stimme zuhöre, dann entspanne ich mich und schlafe dabei ein. Also ich gucke die Videos dann nochmal natürlich an, ne? Aber das ist so eine beruhigende Art an sich, genauso wie Ella. Ella hat auch so eine tolle Stimme. Ach, du zeichnest jetzt von der Ella das Bild, oder? Da muss ich noch gucken, weil ich mache gerade erst die Eier und dann die Blümchen. Und danach habe schon selber Schiss davor, in die Feldzeichnung zu gehen. Aber ich habe mir ja das Bild ein paar Mal ausgedruckt und dann nehme ich so ein bisschen zum Testen, bevor ich in dem Bild male, wo ich gerade dabei bin. Nicht, dass ich das versaue. Oh, Chris Schenke, da kann ich 10.000 Mal gucken und schaffe das nicht. Schade, dass sie nicht spricht. Da könnte man vielleicht, auch wenn ich kein Englisch kann, aber so ein bisschen versteht man ja schon, wenn man schon 1.000 Videos angeguckt hat. Ich sag doch, bei wem ich sofort kapiere, wenn mir jemand was erklärt, ist Ella und Simon. Und die Dings, die Andrea. Die ist auch bei mir ja immer verlinkt in den Videos. Die hat doch letztens so eine Katze gemalt. Das sieht auch hammergeil aus. Das hat sie richtig super gemacht. Da hat sie mit Prismacolor Stiften gemalt. Aber das sieht richtig toll aus. Guck mal ihr Video an. Schade, dass Andrea nicht spricht, weil von der könnte man auch einiges lernen. Also sie macht auch sehr gut. Wir werden das auch schaffen.
einfach nur üben und sich trauen. Du meinst sich hier, das ist neues Bild, weil sie da den Hasen mal. So schaffe ich das nicht. Also, das kann ich noch nicht. Also, das kann ich gleich schon sagen. Was bei ihr, bei den Hasen von ihr gut ist, die hat schon so ein bisschen Schatten reingesetzt, dass es einfacher ist zu wissen, da ist Schatten, da musst du ein bisschen dunkler machen. Aber so weit bin ich nicht. Wirklich schenkt sie mal. Muss man schon richtig mal zugeben. Aber das ist auch nicht schlimm. Ich muss auch noch so viel üben, zum Beispiel Gesichter malen, richtig so Gesichtsfarben zu kombinieren. Ich habe bei Simon jetzt geguckt. Der hat das so ein bisschen vorgestellt. Zwischen hell, mittel und dunkleren Ton, so diese einfache Art, dass ich damit jetzt mal ein bisschen übe. Und dann mich steigere in die mittlere Farbe und dann in die dunkelhäutige Farbe. Und dann kann man ja weiter üben. Sehe vor lauter Schwarz nur schwarz, Leute. So meine Augen so, habe ich so das Gefühl, ich schiele gerade ein bisschen. Na komm. Mir fehlen auch so Grautöne noch. So von den meisten so wie Gelb und dieses Pumpkin Orange. Das habe ich mir schon nachbestellt. Gleich so zwei, drei, wo sie noch verfügbar waren. Einzeln. Aber so graue waren damals ausverkauft. Cool. Also dieses Kaltgrau. Die muss ich mir noch nachkaufen. Ja, von Karin, das hat sie super gemacht. Ich glaube, das hat sie selber gezeichnet. Zu euch kommt ja auch noch der Osterhase. Da möchte ich mal was ausprobieren, weil ich habe mir ja extra so Aquarellpostkarten gekauft, ne? Weil hat das so gefallen, wie Luna das gemacht hat, ne? Mit so Aquarell. Da habe ich gedacht, ich möchte das auch mal ausprobieren. Aber ich habe heute ihr den Brief abgeschickt. Ich habe ihr die Kopie reingelegt von Ella. Na, was war das für ein Bäuerchen? Kam einfach so rausgeschossen. Wollte auch mitreden hier. Ja, das Bild von Ella, also ihr Osterbild, das habe ich hier kopiert und geschickt heute. Ich wollte das gestern, aber ihr wisst, gestern nicht, ne? War mit mir nichts anzufangen. Deswegen habe ich es heute abgeschickt. Hallo, Mia.
Also ich glaube, sie. Hey, gib meinen Leuten keine Kopfnuss. Sonst wird denen schwindelig. Du riechst nach Essen. Boah, das so aschkalte Hände, ey. Boah. Da gefriert ja das Blut in den Adern. Pack mal woanders ein, damit das andere einfriert. Das brauche ich jetzt gerade. In die Schockstarre so. Okay, kenne ich gar nicht. So Paging-Karten. Jetzt riecht es bei mir im Zimmer hier nach Braten. Nirgendwo höre ich da Bier schmatzen. Ach, da. Habe ich doch richtig gehört. Die war ja auch schon lange nicht mehr in den Videos, ne? Aber sie kommt immer davor und holt ihre Leckerlis ab. Ich glaube, ich muss mit mir ein Hotel mieten. Irgendwie ist sie so ein bisschen. Ihr wisst ja schon was, ne? Der Mike hat sich ganz viele Acrylfarben gekauft. Ich möchte auf so Leinwänden mal ein bisschen malen üben. Und heute hat er bei Bösener sich so zwei, also eine so große Mischpalette und so eine kleine geholt. Mike, lass sie in Ruhe bitte. Dann habe ich noch so Leinwände hier gehabt und das hat er jetzt zum Malen auch genommen. So, ich muss mich jetzt hier kurz konzentrieren, weil ich muss in diese engen Dinger rein. Eng. Da arbeite ich mich jetzt ganz vorsichtig. Ich atme fast gar nicht. Fall gleich hier um. Hast du gehört? Du bist eine untreue Tomate. Komm mal hoch und sag mal Hallo. Willst du mal hochkommen? Ja, komm mal hoch. Nein, kein Bock. Ja, willst du jetzt hochkommen oder nicht? Ja. Raus willst du.
Ja, kleinen Moment. Jo, ich beiß dir gleich in den Popo. Steck den mir nicht hier so hin. Ja, Moment, Moment, du kleine Madame. Ja. Bitteschön. Arme Katze, verdurstet schon fast hier. Oh, jetzt muss ich hier. Richtig vorsichtig reingehen. Ja, man kann es auch dehnen, genau. Aber dann ist es nicht mehr eng. Das sieht hier so doof aus, aber voll in der Kamera sieht das so, das blendet so komisch, aber das sieht so eigentlich aus. Noch nicht ganz trocken. Ich glaube, da kommt gleich wieder jemand mit kalten Händen. Achtung, Achtung, da kommt jemand. Ich habe schon die Mädels vorgewarnt, dass du kommst. Was? Ich habe es gehört, wie du da aus der Küche gekommen bist. Hey! Lass mal deine kalte Hände hier weg. Hast dir heimlich selber noch ein Aperol gemacht, oder was? Ja, das merke ich schon. War schon wieder rein, der Bär? Du bist wie die Mia hier. Rein, raus, rein, raus. Lass deine kalte Pfoten bitte bei dir. Ha. Ich kann doch hier nicht stöhnen. Sie massiert jetzt gerade meinen Nacken, deswegen sage ich, ich kann doch hier nicht stöhnen. Oh mein Gott. Komm, jetzt geh. Stör mich hier nicht beim Malen. War ich jetzt hier? Lenkst du mich hier da und ab? Oh mein Gott, ey. Mein Nacken tut so weh. Es hat sich da so ein bisschen rumgemacht. Du meinst von Mike? Aber ich habe schon ein paar Bilder mit der Mike, war schon, wo er klein war, hat er schon mit Acrylfarben gemacht. Ich habe auch ein paar Bilder hängen von ihm. Ich habe auf der Arbeit sogar zwei Bilder hängen an der Pinnwand. Der war, ich weiß nicht, wie alt er da war, wo er es gemalt hat. Ich finde das so schön, einmal mit so einer Sonnenblume. Und so einmal so wie blauer Himmel mit Bäumen. Ja. Meine Mia ist toll. Obwohl ich heute eine Zeit lang nicht so gut drauf war. Was habe ich hier eigentlich gemalt? Das sieht ja total bescheuert aus. Entschuldigung.
Okay, wenn er fertig ist, dann zeige ich euch mal sein Kunstwerk. Weil er sagt auch, oh, ich kann nicht malen, ich bin untalentiert, ich soll einfach üben. Mein Gott, da kannst du so Farbe drauf klatschen und kann trotzdem ein schönes Bild entstehen. Ich habe euch heute mitgenommen, ne, beim Bösner. Ich muss nur das Video ein bisschen schneiden, weil da waren Leute dabei und da hört man Stimmen. Und das muss ich so ein bisschen mit Musik unterlegen und das Ganze rausschneiden, also die Tonspur rausschneiden. Aber ich zeige es euch. Ja, mir. Was kann ich für Sie tun? Nichts Besonderes. Nichts Besonderes? Nein. Ich muss mich hier konzentrieren, bitte. Ich habe jetzt die Feinarbeit. Mhm. Und lenken Sie mich bitte nicht ab. Nein. Mach ich doch gar nicht. Nee. Zieh dich doch noch mehr aus hier. Mach ich gar nicht. Nein. Jetzt hör mal auf, ey. Frechdachs hier. Ja, bist du eingefroren mit einem... Oh, muss hier durchatmen. Ey. Das ist so eng. Und die Spitze ist für diese kleinen Dings ein bisschen zu dick. Da muss ich ein bisschen vorsichtig zeichnen. Wie ihr seht, hier habe ich ein bisschen... Hi, Tabs! Hallo, Tabia! Was ist jetzt denn wieder rausholen? Bist gerade reingekommen. Na komm hoch. Na komm hoch. Ja, komm hoch, wenn du willst. Na hopp. Ich mach den Stift zu. Na komm hoch. Fräulein. So, Köpfchen geben. Wissen. So, jetzt ist sie da. Moment. Ich muss dich kurz rausnehmen und dann von. Hier ist unsere Tabs wieder. Sag mal Hallo. Jo, jetzt sitzt sie gut auf dem Bild. Komm, jetzt kriegst du die Leckerlis von der Ella. Ja, ich glaube auch, Silvia. Zu viel Aperol getrunken. Da wird es warm ums Herz hier. Hier. Guten Appetit, meine Madame.
Schnüffel, Schnüffel. Ja, mein Schatz. Helga, nein, ich habe heute nicht so viel. Also das bisschen, was ich gekauft habe, war natürlich auch nicht günstig. Aber ich habe nicht viel gekauft, weil ich finde den Gehörstecker, der ist so aufgeräumt und so, so tolle Sachen hat er. Viel mehr so an Buntstiften, an den teuren auch. Und da möchte ich dort lieber was kaufen. Aber ich habe mir so sechs Museum Aquarellstifte geholt. Weil, wie gesagt, ich habe ja hier die Karte geübt mit den Leute, ich kann nicht mehr reden. Hallo Karin. Hilfe, wie heißt der Himmel nochmal? Galaxie, meine Güte, ey. Und da haben mir Blautöne gefehlt. Deswegen habe ich sie mir gekauft. Also so sechs Stück. Aber ich mache noch ein Video dazu. Wie gesagt, ich habe hier ein bisschen gedreht. Dann zeige ich euch. Eine Sache kann ich, oh, vielleicht zeige ich, diejenige weiß danach, wie sie es bekommt. So. Aber ich finde, Görstecke ist auf jeden Fall da in München richtig schön aufgeräumt. Und richtig, richtig toll. Ich habe mich so verliebt. Das letzte Mal, wo wir da waren, war das erste Mal. Liebe auf den ersten Blick. Karin, ich habe heute deine Bilder abgeschickt, also das Bild von Ella abgeschickt, ne? Ich denke, Montag, Dienstag ist es bei dir. Ich weiß nicht, ob bei euch am Montag die Post kommt, bei uns ja nicht. Aber dann müsste es auf jeden Fall Dienstag dann da sein. Schade, dass es bei uns auch nicht hier in der Nähe ist, Helga. Ich glaube, da wäre ich, wenn er in der Nähe wäre, ich glaube, da wäre ich jedes Wochenende da. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, das ist auch so total dumm. Helga, soll ich dir meinen Hasen zeigen? Also von Hanna Kalsen. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Ich habe mir jetzt auch das Buch dazu schon gekauft. Ist auch schon hier. Weil ich habe ja das Buch nicht gehabt. Wenn du willst, kann ich gerne zeigen. Wenn nicht, dann. Okay, dann ist sie bestimmt montags da. Also, dass der Brief da ist. Ich habe dir das Bild auch von der Krone, ne, von Körbe reingemacht.
Das war vielleicht ein Hickhack, das zu kopieren, weil das ist ja kein DIN A4-Format, das ist ja so ganz komisch. Und oh, bis ich das richtig hatte da. Okay, Helga, ich hol schon wieder raus, da wäre. Ja, hört's nicht so rum. Büchlein, Büchlein, komm mal her. Wir wollen der Helga etwas zeigen. Din, din. So. Ich habe ja jetzt das Buch, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja das Buch noch nicht. Deswegen habe ich da so eine. Wo bist du? Moment. Ich mache euch ein bisschen höher. So. Muss das Bild erstmal finden. Aber das war doch nicht so weit hinten. Warte, wie kann man das so ein bisschen? So. Hier sind noch ein paar Haare von der Tabia. So, das ist mein Bild, Helga. Also die Farben sind ein bisschen intensiver, dass die Softboxen schlucken gerade ein bisschen. Warte mal, ich muss das mal anders nehmen und vom anderen Winkel die Kamera halten. Also wie gesagt, die Farben sind ein bisschen intensiver. Also ich war froh, wo ich fertig war mit dem Bild, ehrlich gesagt. Das hat mich so ein bisschen genervt hier, weil das ist so viel, so, ja, ich und für so kleine Details, ne, ich bin ja da. Und der Hase hat mich auch so ein bisschen getriggert. Aber ich bin trotzdem stolz, dass ich es geschafft habe. Dankeschön, Helga. Dann bin ich auch stolz, wenn ich hier meinen Frosch mal beende. Oh, Tabea, du nervst. Ja, was? Raus, rein, raus. Wer bin ich hier? Ein Diener, der die Tür immer auf und zu macht, oder was? Mann. Katze muss man sein, ne? Aber nur in dem gescheiten, in der gescheiten Familie. Und wenn man ja nicht schnell genug die Tür aufmacht, haben wir da geschimpft draußen. Nee. Meine Güte, ich weiß nicht, hörte die Waschmaschine? Sie ist aber laut. Ich glaube, die steht nicht in der Waage richtig. Mal kontrollieren. Hier ist ein Blatt. Ich mache ihn zu. Marlene, die gefällt er mir nicht. Da war mal ein Blatt und jetzt ist da kein Blatt mehr. Ja, hier sieht es auch so ein bisschen komisch aus. Habe ich vergessen, hier was auszumalen. Also noch nacharbeiten.
Ja, das ist klar. Dass ich sie nicht besitze, das ist mir schon klar. Und ich sage, komm mal hier zum Kuscheln, dann zeigt sie dir richtig so ihre Hinterteile. Und das Beste ist, wenn sie zu dir kommt und sich mal hinlegt neben dir, ne? Dann ist es okay. Aber wenn du dich neben sie legst, dann musst du dich wärmer anziehen. Das ist ja nur, wenn sie dir erlaubt, sich hinzulegen. Ansonsten hat man so leichte Akupunktur. Und wenn man dann noch immer nicht gehört, drauf gehört hat, dann hat man ein bisschen stärkere Akupunktur mit den Krallchen, mit den Krallen. Na, 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 was flackert denn da? Ich mach mal ein bisschen. Na, jetzt mal kurz aufgehört schon. Und la, na, na, na. Life is life. Habt ihr das Lied von den Toten? Nee, von Moment. Von den Prinzen gehört, die machen ja jetzt so eine Werbung für Lidl. Und zwar das Lied, und alles ist geklaut. Ejo, ejo. Und dann tun sie jetzt, und alles ist gekauft und selbst bezahlt. Keine Ahnung, ging nicht, wieso machen sie. Habe ich heute zum ersten Mal im Radio gehört, habe gedacht auch. Da braucht jemand Geld. Zack. Oder wenn sie mitten in der Nacht über einen so rüberkrabbelt, ne? So einfach mal meint zu gucken, was wir da so machen. Wo man dann wach ist. Das ist in Ordnung. Kleiner Frechdachs. Aber ich liebe sie. Ich liebe sie. Oh Gott, ich liebe sie so sehr. Geil, wie frech die ist. Und keine Knutschtante. Aber wenn ich ihre freche Schnute schon sehe, könnte ich schon so aufrissen. Dann geh doch zu Penny. Meinst du die Werbung, ne? Aber ich finde den Penny nicht so toll, den Laden selber. Das ist auch so ein bisschen Kruschladen, finde ich. Nein! Blödsinn getrieben hier. Also den Weißen kann man so raus wegmachen, aber den schwarzen Pustekuchen hier. Ihr habt nichts gesehen.
Was habe ich da kurz verpasst? Genau. Oder wenn sie in der Nacht trinken möchte, ne? Da wird sie, wird man, macht sie auch einen wach. Weil sie trinkt nur draußen. Ich stelle ihr immer Wasser hier hin, aber nö, Madame mag nur ihr Wasser von draußen. Ich sag, das ist schon so eine kleine verwöhnte Göre. Ah, dann kenne ich die Werbung nicht, weil ich das nicht so. Ich gucke ja nicht so oft Fernseher. Ich habe gestern Criminal Minds und Hawaii 5-0 oder so ähnlich, habe ich zum ersten Mal nach Ewigkeiten angeguckt. Und hier habe ich wieder versaut, weil ich gerade nicht aufgepasst habe. Und ich habe früher Criminal Minds geliebt. Aber irgendwann einfach keine Zeit mehr gehabt, das zu gucken. Noch auf die Wiederholungen keine Zeit. Und dann habe ich sie nicht mehr weiterverfolgt. Also das sieht hier auch so komisch aus, ist es aber nicht, ne? Es ist wirklich schwarz. Seht ihr? Ist nur vom, wegen dem Licht so komisch. Und sie hat draußen in so, ja, so ein Plastikbehälter ist das, wo Wasser drin. Und ich, sie mag dieses Wasser, also wirklich. Dann denke ich auch, was ist denn da so Leckeres dran? Und dass es kalt ist, also immer von draußen. Und dann lässt sie sich so Zeit und du stehst da in der Unterhose und frierst dir den Hinterteil ab, weil du ja die Tür aufhältst und wieder, dass sie reinkommt. Und dann denke ich, jetzt trink noch mal ein bisschen schneller, ne? Oh, ich habe jetzt aber Durst auf eine Cola Light. Ich werde gleich röpfen. Also ich habe nicht geputzt, ne? Also das, ich bin gerade hier auf dem Papier mit meinem Ellbogen gekommen. Nicht, dass ihr denkt, ey, sie rübst und futzt hier. Mike war heute beim Friseur, jetzt sieht er mal ganz, ganz anders wieder aus. Beim Wachsen die Haare so schnell und er hat so viele Haare. Denke ich auch, ey. Mia hat so viele Haare, er hat so viele Haare und ich habe nur 3 Stück da auf dem Kopf. Das ist so unfair. Wir sind jetzt schon 1:15 Uhr. Wie schnell die Zeit doch vergeht, oder? Hallo, meine Wuschelige. Das hat Silvia geschrieben. Ich glaube, da ist jemand wuschelig. Ich habe auch schon gesagt, ich glaube, wir müssen ein Hotelzimmer mieten.
Mhm. Ich denke, dass ich hier Zuschauer sind, macht es noch mehr Spaß. Aha. Das ist verboten ist, ne? Das kribbelt dann ganz schön im Bauch, ne? Guck mal, wie ich sie schon kenne. Du musst nichts sagen. Wisst ihr eigentlich, was Sonja morgen im Video zeigen möchte? Ich habe ihn irgendwie vergessen. Oder macht sie noch weiter an ihr Galaxiebild? An ihr Galaxiebild? Jupp. An ihrem Galaxiebild? Hört sich auch so komisch an. Oh, jetzt muss ich so aufpassen wieder. Ich hoffe, euch ist es nicht zu langweilig. Dass ich nur hier schwarz zeichne die ganze Zeit. Aber wie gesagt, ich wollte damit so gern fertig werden. Marina, ich glaube, du warst das, ne, die gefragt hat, wie ich den Hintergrund so mache immer. Ich weiß nicht, irgendjemand hat doch in der Gruppe immer gefragt. Und bei dem Speed... Also hier habe ich ja mit schwarzen, ich glaube, da habe ich mit dem schwarzen Stift von Faber-Castell gemalt, erstmal grundiert und jetzt gehe ich halt mit dem Lyra-Stift drüber, damit es so dieses Pechschwarz aussieht, dieses Tiefschwarz. Und so mache ich eigentlich alle meine Hintergründe. Hier nachher, also hier gehe ich bis hier hin ungefähr. Und da male ich dann mit dem Stift, weil hier soll ja so grau bleiben. Genau, ich wusste nicht mehr, wer das genau war. Aber so mache ich immer meine Hintergründe. Außer ich nehme richtige dann Acrylfarbe mal. Aber so mache ich am meisten, dass ich mit einem schwarzen Stift drüber gehe. Habe ich hier noch einen schwarzen? Ja, zum Beispiel hier den von Polychromos von Faber-Castell. Weißt du, dann male ich so das richtig an. Hier. Dass ich so ein... Weil ich glaube, ich habe das irgendwo mal gezeigt. Pass auf, ich zeige mal hier. Wenn ich hier so drüber gehe und er trocknet gleich, dann zeige ich dir, was ich meine. Und hier gehe ich schon mit dem Schwarzen und grundiere das. Und dann gehe ich nochmal drüber mit dem Lyra-Stift
Ich zeig das mal gleich. Warte mal, ich muss noch mal dann mein Handy hier kurz rausnehmen. Und versucht das einzufangen. Das ist schwarz, aber das ist tiefschwarz dann. Siehst du? Das ist richtig deckend. Deswegen mache ich immer so, dass ich mit dem schwarzen Stift drüber gehe und dann mit dem Lyra-Stift. Jetzt muss ich kurz warten. Weil sonst habe ich gleich den Abdruck hier hinten. Also besser, wo ich um 12 Uhr nachts den Steak da für den Mike machen musste. Dann ist jetzt noch gar nicht mal so spät. Aber wenn ihr das nochmal richtig ausführlich sehen wollt, müsst ihr mir das sagen. Dann drehe ich so ein kleines Video und stelle das in die Gruppe. Oder ich mache so ein kleines Video und stelle das auf YouTube hoch. Könnte ich auch machen, wo man dann separat gucken kann. Also so gefällt mir Marina der Hintergrund, ne? Das ist zwar ein bisschen Arbeit, aber man hat ja Zeit beim Malen. Das habe ich ja auch zum Beispiel in dem Buch, wo ich von der lieben Sonja H. zum Geburtstag bekommen habe. Das habe ich auch so gemacht. Da habe ich nur Kohlestift genommen. Und habe das mit Kohlestift ausgemalt und dann mit dem schwarzen Lyra. Wo habe ich jetzt das Buch hier? Ja. Also da habe ich ja in diesem Buch, was ich von ihr bekommen habe, habe ich ja hier mit den neuen, mit den Stiften ja. Mit den neuen Astra-Stiften, von das, was ich von Sonja R. bekommen habe, und mit den, das ist mit Astra und das ist hier mit Brutfonder Macron, mit den neuen Stiften. Also es ist auch alles viel, viel intensiver. Wie gesagt, die Kamera schluckt gerade extrem viel. Also das ist richtig knallig. So, das muss so. Nee, ich krieg das heute nicht angefangen. Nee. Aber auf jeden Fall, der Hintergrund ist so gemacht auch. Und da will ich ja noch diese bunte Luftblasen, nein, nicht Luftblasen, Seifenblasen noch drauf malen. Aber ich habe ja so viele Projekte angefangen. Das muss ich eins nach dem anderen abschließen erstmal. Aber ich mache das auch immer nach meinem Gefühl. Ich habe nicht immer Bock, am selben Bild zu malen. Das langweilt mich dann irgendwie. Und dann mache ich was anderes. Und wenn ich wieder auf das Bild Lust habe, mache ich es zu Ende. So, jetzt muss ich überlegen, wann ich aufhöre. Ich glaube, ich höre hier mit komplett schwarz auf. Dann nehme ich Black Beauty, blende das ein bisschen aus, weil das ist ja von pechschwarz, muss ich das ja irgendwie dann auf grau kommen. Deswegen werde ich nachher Black Beauty benutzen und dann in grau gehen.
Was macht ihr heute eigentlich noch so Schönes? Ich will jetzt hier mal gucken, dass mein Video endlich verarbeitet ist. Ich tu mal das kurz mal. Ja, mein Video ist verarbeitet. Leute, das ist ja ein Privileg heute hier. Sonst dauert es ja Stunden. So, ich veröffentliche jetzt mein Video für heute, von unserem Projekt. So, jetzt schaue ich mal hier. Ja, ist online gegangen. Auch gut. So, jetzt muss ich hier gucken, was ist denn jetzt da was? Hier ist noch nicht richtig ausgearbeitet. So. Hier muss ich am Hut entlang. Wie gesagt, ich habe ja hier ein paar Sachen abgedeckt. Keine Lust drauf hatte. Wo seid ihr alle? Seid ihr noch da? Silvia ist bei Pizza machen. Helga ist bestimmt an dem Hasen dran. Was macht Karin und was macht mein Marienchen und Elke? Ja, Elke ist noch da. Heute sind wir eine kleine Gruppe hier, ne? Nadine ist auch noch da. Karin ist auch da. Okay, Helga, super. Oh, ich muss auch gleich meine Tropfen nehmen, sonst kriege ich gleich Ärger von Silvia. Hallo Sonja. Okay, Elke, das ist auch gut, sich auszuruhen.
Was gab's, Sonja? Lecker. Die Mir macht einen Schweinebraten mit Spätzle und Salat. Und nebenher ist er ein bisschen wuschelig. Sie macht eigentlich ziemlich gut den Braten immer. Der kommt dann, also der wird angebraten alles und dann kommt das Gemüse, wird auch mit, also dann angeschwitzt, das Fleisch kommt raus, dann wird das Gemüse angeschwitzt und dann kommt das in den Schlauch und in den Backofen dann. Hallo meine Wuschelige. Ja. Und ist der Braten fertig in den Ofen? Noch nicht. Hast du Spätzle gemacht? Und ich sag hier den Mädels, du machst selbstgemachte Spätzle. Auch. Ja, ja. So. Wann? Beim nächsten Mal. Wie lange braucht der Ofen? Oh, der Ofen noch, ja. Braten. Hey, nicht in meiner erogenen Zone hier nur machen. Ja? Ich mach jetzt Kamera zur Richtung Dings, zeig mal, wie du aussiehst. Ich glaube, der Aperol wirkt. Kannst keine Sätze mehr reden, ne? Kannst du keine Sätze mehr reden? Doch. Nur halbe, ne? Was? Du weißt, ich habe richtig starke Mikrofon im Handy. Was ich nicht verstehe, verstehen die alles. Muss ich das Video dann angucken, den Stream, um zu verstehen, was du mir gerade ins Ohr geflüstert hast. Ja, aber ich esse eh nicht viel Marina, deswegen. Mike und Mia, die sind da. Ganz anderes Kaliber.
Ich mag die von Dr. Oetker, Mia Grande. Die Margherita-Pizza und Thunfischpizza. Hallo Sonja, ha. Schön, dass du da bist. So, und dann habe ich das hier. Jetzt mache ich hier noch ein Stück und dann. Ah, okay. Ich überlege mir jetzt mal, vielleicht nächsten Monat eine neue Tasche zu holen, wo dann die 180er reinkommen, dann die Square oder wie die Skur, wie die heißen, was Sonja gerade swatcht, dann die neuen Macaron, dass sie so und dann die 120er, dass sie so in einem, ja, in eine Tasche sind. So, ich glaube bis hierhin und dann höre ich jetzt auf mit dem Lyra-Stift. So. Aber ich finde die Malen nicht auf jedem Papier super. Das ist auch wie bei den anderen auch. Da muss man wirklich rausfinden, in welchen Malbüchern die am besten malen. Aber so finde ich sie auch nicht schlecht. So. Jetzt nehme ich. Ich lasse mal das hier kurz trocknen, sonst verschmiere ich das gerade gleich. Jetzt suche ich hier grau. Und guck mal, ob ich auch den richtigen Ton hier habe. Nein, das ist der falsche. Das wäre eine Fungi. Ich glaube, Fungi ist auch nicht so. Nee. Ich auch, Sonja. Irgendwie gefällt mir das Ganze hier nicht. Aber die Farbe kann ich nehmen. So, jetzt ist das hier trocken und jetzt gehe ich mit dem Schwarzen. Dankeschön, Sonja. Und tue jetzt hier mit dem Schwarzen in diese Lyra verblenden, damit der Übergang ein bisschen weicher ist. Nicht so, zum Beispiel, wenn ich jetzt hier mit Grau gehen würde, würde man ja den Übergang sehen. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal so ein bisschen stark mit Schwarz, dass ich die beiden so ein bisschen ineinander blende.
Und hier lasse ich dann ein bisschen sanfter auslaufen und dann blende ich das Graue da rein. Und hier blende ich jetzt den grauen Ton ein, in der Schwarze. Auch so ein bisschen. Ja, Sonja, ja, ich weiß das. Meine kommen am Mittwoch. Da warst du noch nicht da, wo Silvia das bestellt hat. Wie deine? Ich habe doch gesagt, ich brauche Ersatz. Ich gedacht, ich habe das auch Scherz gesagt, dass ich Nachschub brauche, bevor alles so schweinteuer wird, muss man sich jetzt schon sichern, solange es noch im Angebot ist. Ich male ja sehr viel mit den Stiften. Das ist meine Ausrede. Oh, guck mal, ich habe schon so viele kleine Stifte. Ich brauch gleich Ersatz. Zum Beispiel hier mein Black Beauty. Schade, dass man den nicht einzeln nachkaufen kann, sonst hätte ich schon 10 bestellt. Und ich liebe diesen Stift. So, ich muss meinen Prismacolor Weiß.
So, Helene, Helene, wo hast du deine Sachen aufgeräumt hier? Nee, den mag ich nicht. Jetzt nehme ich hier Derwent Blender. Aha, jetzt kommen die da. Musst du mal zeigen, wie die aussehen. Guck mal, Marina hat sich 260er gekauft. Die hat jetzt gebeichtet. Also Marina, schön in der Gruppe zeigen, wie die aussehen, deine Stifte. So, fertig. Den Mond muss ich noch ein bisschen ausarbeiten, der ist noch so ein bisschen kantig, aber das kann ich auch später noch machen. So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen den... Oh, ich bin gleich schon 2 Stunden um. Ich habe noch nichts geschafft, außer den schwarzen Hintergrund. So. Helga, danke. Den wollte ich eigentlich... Ich wollte noch vorher gucken, wie die aussehen. Rot wollte ich nehmen. Was habe ich hier für Rot? Flame Scarlet. Wo ist mein Lipstick Red? Da ist Lipstick Red. Und das ist Mandarin Red. Jetzt gucken wir mal. Eine Karte hier. Mandarinenrot. Flame Red. Drei verschiedene Rottöne. Also das gefällt mir schon ganz gut. Könnte man dann noch Rotes nehmen? Dankeschön, meine lieben Mäuschen. Poppy Red. Ja, ich glaube, ich nehme Poppy Red mit Flame Scarlet. Ich habe 2 linke Hände drauf. Dann machen wir mal die Mütze rot.
Genau, und dann machen wir ein anderes Rot. Wieso? Die war vorhin da, Sonja. Jetzt ist sie auf der Heizung hier im Mahlzimmer und pennt. Ich zeige sie euch mal. Wenn sie jetzt nicht hier... Aber nicht erschrecken, da ist ja der Müll von meinem Söhnchen, ne? So. Da. Da liegt sie. Gute Nacht, Helga. Schön, dass du da warst. Ruh dich schön aus und angenehme Nacht. Und bis morgen in bei Sonja. Hallo Jana. Schön, dass du da bist. Und zack, ist die Spitze abgebrochen. Und zack, seid ihr auch unscharf. Na, was wirst du denn so unscharf? Irgendwie schluckt das auch die Farbe gerade, weil das ist viel intensiver, das Rot, was man da gerade sieht in der Kamera. Lake Beauty, wo habe ich dich gedacht? Hallo Claudia, schön, dass du da bist. So, und dann nehme ich jetzt ein anderes Rot. Ich nehme jetzt Lipstick Red und tun wir das mal hier so ein bisschen. Den Latz mache ich hier auch rot.
glaube, das ist auch noch die Hose, ne, von dem. Zeigst du nachher in der Gruppe, Jana, was für ein Bild du machst? Also ich habe ja heute hier ein Dings weitergemacht mit dem Vogel in Rita Beermann, weil ich das auch abschließen möchte. Und dann mache ich hier Ellas Bild neben hier. Ellas Bild beruhigt mich so. So, dann wollte ich... Nee, das mache ich gelb. Dann machen wir nichts Dunkles. Aber wenn ich ihr Bild so male, dann lenke ich mich ab. Das tut mir nämlich richtig gut. Ich muss jetzt schon ein bisschen früher anfangen, da ich ja noch andere Sachen mache. Und dass ich dann nicht in Zeitverzug komme mit allem. Deswegen habe ich jetzt schon angefangen. So, und die Schuhe wollte ich eigentlich blau machen. Ich habe hier Spectrum Blue. Und was habe ich hier nochmal? Horizon Blue. Passt das überhaupt zusammen? Oh, das musst du uns zeigen, Sonja. Es freut mich so sehr, dass deine Mama auch jetzt malt, wirklich. Nein, das passt nicht so. Nein, das wird auch nicht passen. Aber vielleicht dieses. Nö, okay, dann machen wir das andersrum. Dein Spektrum Blue kommt weg. Und dann nehme ich dieses Blau und dieses Blau, ja. Nein! Mein Bild ist runtergefallen von heute. Also mein Projektbild, mein Poster, so meine Güte. Ich habe gerade einen Salto rückwärts gemacht vom Tisch. Ist deine Mama morgen auch dabei, Sonja? Oder musst du morgen arbeiten? Ja, das freut mich so sehr, Sonja. Und meine Mama freut sich auch, dass deine Mama jetzt malt. Die hat gesagt, das ist das Beste, was man machen kann. Ah, das freut mich wirklich. Das macht so eine Laune, mit jemand anderes zu malen. Ne? So. Ich sag, finde es auch schade, dass Mia halt nicht malt. Das wäre auch so toll, mit ihr zusammenzusitzen und zu malen. Ah, okay. Dann bestellst du liebe Grüße an deine Mama und kannst ihr sagen, ich finde das ganz, ganz toll, dass sie das mit dir jetzt macht. Es freut mich wirklich. Ich glaube, ich muss die Mia noch zu ihrem Glück zwingen, dass sie mit mir malt. Guck mal, Sonja, Mama malt jetzt auch. Okay. Und du musst auch malen. Dann können wir zusammensitzen. Aber ich weiß, du bist ja nicht so. Kannst ja vielleicht werden. Vielleicht macht es dir doch den Spaß. Hört dich schmatzen.
Meine Mama hat kein Handy, Silvia. Und wie lange dauert's noch? Ah! Nicht mehr lang. Kleine Vampirin da. Die hat mir in den Hals gebeißt. Die Mia ist heute ein bisschen notgeil. Mama hat noch nicht mehr Nokia. Leider, wir haben so eine Bude da. Aber nicht sturmfrei halt, ne? Halt, wenn man Kinder hat. So, ein Herr. Was kriegst du für ein Bart? Grau, weiß, ne? Ich gucke jetzt mal, dass ich so warmgrau hier bin. Ja, die zwei nehme ich. Wie ist es mir heute hier zu grell? Moment, ich stelle mal das eine andere Stufe ein. Vielleicht ist das dann ein bisschen besser. Ausmachen wollte ich es nicht. Also wie gesagt, die Farben sind intensiver. Ne? Also heute spielt hier das Licht irgendwie. Oder die Kamera oder was auch immer. Das sind auch seine Backen.
Ich schwätze gerade auch nicht viel, ne? Sonja, ja, was machst du gerade? Du meinst hier vor live zu malen, Silvia? Also erstmal hatte ich ja eine Idee gehabt aus diesem neuen Buch von ihm, was zu malen, aus Wild und Winter, Wald und Winter. Aber wisst ihr, wo ich schon lange nichts mehr gemacht habe und da wirklich wieder Lust drauf habe? Ich zeige euch mal gleich das Buch. Nee, was du gerade machst, Sonja. Also, ich mache mal ganz kurz so. Also, wie gesagt, ich wollte erstmal aus diesem neuen Buch was malen, ne? Weil da sind so geile Bilder. Und Moment. Das hat ja Andrea gemalt, ne? Das sieht Hammer aus, wie sie das gemacht hat. Aber dann habe ich letztens das Buch wieder gesehen und habe gedacht, oh, ich habe schon so lange nicht mehr hier gemacht. Und vielleicht mache ich ein Bild hier drin. Dann kann ich wieder auf meine. Habt ihr das Buch schon mal gesehen? Kann ich meine Black Widows mal benutzen drin? So frech. Das sind auch so schöne Bilder. Da hätte ich mal richtig Bock drauf. Guck mal, das zum Beispiel hier. Oder das hier mit den Schmetterlingen. Das sind so tolle Bilder. Soll ich euch das zeigen? Das ist Hardcover. Das ist auch wie eine Geschichte aufgebaut. Moment, ich mache euch höher, dass ihr das besser sehen könnt. Ich stehe mal auf. So, das ist von Rory Dobner. Ich finde schon das Cover von dem Buch so richtig geil. Das sollte ich mal ausmalen. Guck mal, dann macht man so. Das ist so toll gemacht. Ich liebe dieses Buch. The Ink House. Guck mal, wie schön das schon. Ich glaube, das ist wirklich eine Geschichte. Ich verstehe halt nicht, ne? Also ich müsste mir das mit der Übersetzungs-App übersetzen. Das sieht auch Hammer aus. Guck mal, die Details, richtig. Und das Bild habe ich ja schon gemalt. Ich glaube, das habt ihr schon gesehen bei mir. Das habe ich mit den Black Widows gemacht. Oh Mann. Ach, hast du Spätzle gemacht? Lecker. Was macht der denn da, der Mike? Spielt der oder? So ein Lärm die ganze Zeit. Nachher, jetzt, wenn ich rede, sonst verschlucke ich mich. Das ist doch schön.
Muss ich mir rausfinden. Also ich guck mal im Dings auf Amazon. Da habe ich es ja bestellt. Guck mal, wie schön. Das Buch ist auch nicht gerade billig. Also was heißt billig? Günstig. Ist ein bisschen teurer, aber ich finde es wunderschön. Ich finde, das ist etwas, was Besonderes. Da können auch. Da gebe ich auch gerne Geld aus. Guck mal, wie süß. Oh mein Gott, guck mal. Ist so goldig. Hallo, Mr. Fox. Ich muss noch lernen, wie ich so die Links unter meine Videos so verlinken kann. Weiß ich noch gar nicht, wie es geht. Guck mal, auch total niedlich. Maestro. Das ist auch so, so toll gemalt. Ich finde es schade, dass da kein anderes Buch von ihm gibt. Also ich habe noch kein anderes Buch gefunden. Guck mal den an, ey. Den Frechdachs da. Oh, Tabea Numero Duo. Na, fokussier mal wieder hier. Und der Fuchs und Hasi. So schön gezeichnet. Obwohl das so eine Hunderasse ist, die so nicht meins ist, weil sie immer so komisch schnaufen, aber trotzdem sehr schön gemacht. Das ist auch so geil. So süß. Guck mal, das ist so toll gezeichnet, man denkt, man wäre da drinnen, ne, in dem Bild. Ich denke, das Bild ist das hier. Moment, ich zeige euch. Na, wo bist du, Herr Fuchs? Am Anfang kann ich nicht. Moment. Hier. Ich denke, das Bild und das ist, wenn man ihn von hinten sieht, wie er da steht. Sehr, sehr schönes Buch. Und ich glaube, da werde ich als nächstes drauf was malen. Weil da habe ich wieder Lust und dann kann ich meine Black Widows benutzen. Die habe ich nämlich schon lange nicht benutzt. Und was denke ich, was soll ich für ein Bild draus malen?
Dann können wir auch das machen. Dann können wir auch mit dem Hintergrund so ein bisschen gestalten. Die Schmetterlinge schön ausmalen. Die Raupe. Was denkt ihr? Sollen wir das Bild machen? Beim nächsten Mal? Also wenn ich ein neues Bild anfange. Okay, dann mache ich das. Andrea, du bist ja auch dabei. Habe ich, glaube ich, überlesen, dass du nicht... Ja, dann mache ich das Bild dann. Und dann nehmen wir Black Widows dazu. Vielleicht kann man auch noch die Leitfaß ein bisschen mit reinbringen. Mal schauen. Aber Black Widows macht, also in dem Buch macht es richtig Spaß mit den Black Widows zu malen, weil das Buch, also die Blätter sind so glatt. Also die sind nicht so rau wie dieses hier jetzt. Und ich komme irgendwie mit Black Widows auf dem glatten Papier besser klar als auf dem rauen Papier. Meine Meinung, ne? Also jeder empfindet das ja immer anders. Ach so, okay, Andrea. So, dann mache ich das mal. Aber hier nehme ich dann auch noch einen... Ne, das ist zu dunkel. Wie ist der hier? Welches ist jetzt heller? Ich muss mal kurz was swatchen hier. Ich glaube, ich nehme den hier. Und wo ist Spectrum Blue? So. Und jetzt will ich mal hier habe ich den überhaupt hier zu Ende gemalt, bevor ich mit was anderes. Will schon was Neues anfangen und habe ihn noch nicht mal zu Ende gemalt. Mädels, wollt ihr, dass ich noch ein bisschen bleibe oder macht ihr jetzt Schluss? Also entscheidet, möchtet ihr, dass ich noch ein bisschen on bin oder so, die Nase mache ich ein bisschen röter. Hier, so. Weil ich meine, ich bin jetzt schon 2,5 Stunden on. Ja, stimmt. Gute Nacht, Elke. Die hört sich schon so leer an. Okay, dann mache ich hier noch meinen Daumen. Das kann ich ja auch hinter der Kamera machen, weil das sind ja das hier. Ach, mir macht das noch nichts aus, Sonja H. Können auch zusammen essen. Oh Mann, es ist schon spät, der hat 10.
Silvia, kriege ich arg Ärger, wenn ich heute mein Rattengift da weglasse? Vielleicht holt Sonja die Peitsche. Oh, Silvia meine ich. Ja, das geht manchmal schon. Also am schlimmsten finde ich, wenn Krankenwagen, kurze Zeit später Polizei und dann Feuerwehr. Und das in Abwechsel. Oh, das war. Es gibt Tage, das ist so schlimm. Da denkst du auch, es besteht nur aus Tätüter da. Mich nervt heute auch das Licht hier drin. Ja, ich arbeite wieder. Ich habe Spätschicht. Also ich habe jetzt bis Mittwoch Spätschicht und ab Donnerstag habe ich die Frühschicht. Weil da ist der letzte Tag von der Mia. Also am Mittwoch ist der letzte Arbeitstag von der Mia. Ich muss so viel nachholen. Mike, könntest du mir ein bisschen helfen in der Küche? Die hat jetzt schon Essen für uns gekocht, dann kannst du ihr helfen beim Abwaschen. Nein, du machst es jetzt und nicht einen Moment. Hallo Tim, danke für die letzte Sprachnachricht in der Gruppe. Fand ich total toll. Wie geht es dir, Tim? Also ich klopfe hier mein weißes Stück, ne, dass er schreibt. Hi, Tamir, bist du wach geworden? Mann, mal schon wieder nicht die schönen Stifte hier.
so Köpfchen geben, ist das? Und schön warm auf der Heizung? Hm? Wetter gemütlich? So, Sonja, guck mal, wer da ist. Hast gefragt, wo Tabs ist. Hier ist die Tabs. So hat man eigentlich Tabs, darf ich weitermalen? Ich möchte fertig werden. Tabs ist der Braten. Haarige Braten. Nee. Die wartet, bis du es hinlegst. Nö. So macht man das. Und nicht auf mein Bild. Geht's noch, oder was? Ja, es ist genug, der Bär. Du hast heute schon genug Leckerlis bekommen. Ich muss nur fragen, wann du fertig bist. Wenn ich da bin. Ja. Wir können schon anfangen. Noch mehr? Nee, es gibt's nicht noch mehr. Es ist nur Wasser. Was ist denn los? Ich liebe diese Schnute. Was macht der Mike da, ne? Für Blödsinn. Oh. Schnell weg, ne? Der hat Schiss. Bist du beißen, Bus? Ja, mein Schatz. Darf ich jetzt weitermalen, Schatz? Hm? Der Bär, darf ich weitermalen? Hm? Ey, nicht bei. Oh, du Freche! Habt ihr das gesehen, wie frech die ist? Ja, gleich. Ich gehe gleich essen, Leute. Ich will nur jetzt hier gucken. Die brauchen eh länger beim Essen wie ich. Ah, Mann, warum schreibt kein einziger weißer Stift? Wenn die alle in die Tonne kloppen. Den finde ich jetzt natürlich nicht, ne? Der funktioniert hat. Was ist da mir? Hm? Erst beißen mir den Finger und dann wieder betteln, ne? Ich habe das jetzt mit denen. Moment, mach ich hier mein. Du bist fertig? Sieht schön aus. Noch ein bisschen. Ach, noch ein bisschen. Okay, kann ich noch ein bisschen malen? Ja. Okay. Seht ihr, ich darf noch ein bisschen malen. Ist noch nicht fertig. So. Dann mach ich dann den Fisch mit euch. Ich glaube, der ist doch orange, ne, eigentlich. Das sind doch diese Koi-Fische. Das, dann halt das hier. Ja, Sonja, ich glaube auch, also wenn sie so glatt sind, glaube ich, funktioniert nicht. Wenn sie so ein bisschen wie Polo,
Nein, Prismacolor, ich glaube, da klappt es ein bisschen besser. Und auch auf den Brotfoner, wenn sie nicht so glatt, wie nennt man, wenn die nicht so glatt verblendet sind. Aber ist schon nervig, muss ich ehrlich sagen. Nee, dann nehme ich. Die Lyra, ja, aber vom Lyra bräuchte ich dann so eine ganz, ganz feine Mine, um diesen, also ich kann das noch nicht mit so etwas dickeren Mine zeichnen. Schön. Weil wenn von XS, von Lyra, noch eine feinere Mine gäbe, das wäre richtig, richtig geil. Dann könnte man da auch solche feine Striche machen. Zum Beispiel von Uniposca, dieses, was ist das, Moment, 0,7 mm, aber mit so einer Mine. Fokussiere doch mal bitte. Moment, ich mache hier mal sauber, das ist ein bisschen. Könnt ihr die Mine ein bisschen erkennen? Also heute, ich weiß nicht, was hier los ist. So. Genau, wenn Lyra jetzt so eine Mine hätte noch, das wäre so, so mega geil. Davon hätte ich mir gleich 10 Stück gekauft. Weil mit dieser Spitze, da kannst du wirklich so schöne auch so, wenn man Sterne zeichnet, wenn sie so leuchten, ne? Ich glaube, ich muss mal Lyra anschalten, ob sie sowas haben. Also Mädels, wenn ich mich morgen nicht melde, wisst ihr ja, ich bin in der Spätschicht. Ich habe sehr viel zu tun morgen. Nicht, dass ihr euch Gedanken macht, wo ich bleibe. Ich melde mich dann, denke ich, so zwischendurch mal vielleicht. Ich weiß nicht, wie ich dazu komme. Aber auf jeden Fall kurz nach 10 habe ich dann Feierabend. Ach, morgen nicht, am Sonntag. Danke, Sonja. Ich habe echt gedacht, wir hätten Sonntag. Ich bin so doof. Am Montag.
Also, da war ja noch mein Bruder hier. Und sonst haben wir sie mal in eine Tierpension abgegeben, aber sie war total verstört danach. Die war richtig krank geworden, weil sie, weil sie dachte, wir haben sie abgegeben. Und ich habe so jetzt einen Rucksack gekauft und wenn wir wirklich fahren, überlege ich mir wirklich, sie mitzunehmen einfach, weil ich möchte sie nicht mehr irgendwo abgeben. Ich habe auch hier niemanden, der dann wirklich jeden Tag kommt, zweimal zu ihr und deswegen haben wir gedacht, wir nehmen sie einfach vielleicht mit. Weil ich habe jetzt angefangen, sie, so wie heute, wo ich euch kurz gezeigt habe in der Gruppe, in diesen Rucksack, dass ich sie jetzt immer dran gewöhne und dann auch kann man sie auch mal mitnehmen, wenn wir spazieren gehen. Und so möchte ich sie dann halt dran gewöhnen, sodass wir sie dann auch in den Urlaub mitnehmen können. Also sie tut ein bisschen motzen und dann beruhigt sie sich, wenn sie rausgucken kann. Wenn wir zum Tierarzt fahren, muss sie ja auch deswegen. Und ich habe gesagt, dann setze ich mich auch nach hinten ins Auto und bin bei ihr. Dann ist sie eh ruhiger. Also das müssen wir aber noch üben mit ihr, ne? Okay. Werden die dann ruhiger, Silvia? Das habe ich schon auch. Ich habe so ein Geschirr, wo ich hier dann umschnalle. Das wird auch noch trainiert. Also bevor wir sie auf so eine Reise mitnehmen, trainieren wir ja mit dir. Gefällt mir irgendwie nicht hier. Weg. Ich habe schon Katzen gesehen, die sind richtig piesen gegangen. Da habe ich auch schon so Katzen gesehen an der Leine, die gepieselt haben. Aber das, ich denke, das sind so Katzen, die das schon gewohnt sind. Wie gesagt, ich weiß es noch nicht. Wie setze ich hier den Lichtpunkt? Jetzt mal doch endlich mal. Habe ich das auch fertig. Jetzt machen wir hier die Fliege. Die Fliege kriegt blaue Flügel.
Arsch? Muss man halt nachfragen, Sonja. Oh, wieder so unscharf. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber hier sieht es gerade so total doof aus. Dass sie nicht hinter mir immer ist. Mache ich jetzt hier mal das Licht aus. Das ist irgendwie nervt mich das heute hier. Das verfälscht so sehr. So, die Fliege habe ich jetzt. Jetzt muss ich noch das hier machen. Dann nehmen wir einfach Holzoptik und das, das und das. Mach da nicht groß rum.
gleich fertig bin. Hast du mit Mama telefoniert? Ja. Hä? Hallo, wo bist du? Ich suche einen Stift von mir. Und hier habe ich ihn gefunden. Nee, sie hat keine Knutschflecke gemacht. Sie hat mir meinen Nacken massiert und der ist ja so am Aua machen. Deswegen habe ich gesagt, ah.
So, ihr Lieben, ich werde mich auch von euch jetzt verabschieden, weil das Essen ist jetzt fertig. Und wie gesagt, ich mache das hinter der Kamera dann zu Ende hier mit den Sternchen und den Mond noch ausbessern. Und dann bin ich ja soweit fertig. Und dann zeige ich euch das Endergebnis dann beim nächsten Livestream. Und dann fangen wir ein neues Bild an. Schön, dass ihr dabei wart. Danke, mich unterstützt habt, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und morgen einen schönen Sonntag, und wir sehen uns ja dann bei der Sonja im Livestream. So, zack, 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 hier ein paar Sternchen. Dankeschön. Und ich wollte nur ganz kurz hier, was wollte ich hier, was habe ich vorhin für einen Stift genommen? Oh Mann. Nein. Immer dasselbe hier, den Stiften. Also ihr Lieben, dann sage ich mal, bis morgen, ne? Und wie gesagt, ich zeige euch das, also die Blume, also das Blatt mache ich ja genauso wie die anderen, das habe ich ja schon gezeigt. Den Mond arbeite ich noch ein bisschen aus und vielleicht noch ein paar Highlights setzen, und dann zeige ich euch beim nächsten Mal, wie das aussieht. Jetzt bleibt mal hier so stehen, weil ich weiß nicht, ich habe heute echt Probleme mit dem Licht hier. Na, fokussiert euch mal. Wie gesagt, ich versuche beim nächsten Mal, dass es besser zur Geltung kommt. Also ihr Lieben, schönen Abend euch noch. Tschüss.